Die Hayley ist 2 Jahre und 4 Monate. Sie hat eine Dysmelie am linken Arm. Das heißt, ihr fehlt die Handfläche und die Finger. Und wir haben über unsere Frühförderin die Vermittlung nach Wolfsburg bekommen. Und da war Herr Schäfer da und hat uns die First-Prothese vorgestellt. Und so sind wir dazu gekommen. Die Hayley kommt tatsächlich sehr gut damit zurecht, weil wir nämlich die Möglichkeit haben, viele verschiedene Module zu nutzen. Und das ist das, was uns vorher auch schon bei anderen Prothesen aufgefallen ist, dass eine Prothese immer eine Sache besonders gut kann. Und hier kann eine Prothese ganz viele Sachen. Und deswegen legen wir so viel Wert jetzt drauf, alles mit diesen Modulen machen zu können. Das ist die 4. Prothese tatsächlich, die wir jetzt nutzen. Und das ist wirklich eine, die viele verschiedene Funktionen vereint und die auch durch diesen Silikonschaft hält. Und das kennt sie von der vom Patschehändchen von Otto Bock. Und das ist weich und das ist angenehm auf der Haut. Und das, ja, das war mit der Grund, also das Haltesystem und das Wechseln der Module und dieses Einfache, dass sie es halt selber machen kann. Weil die anderen kann sie nicht alleine machen. Da braucht sie immer externe Hilfe und hier kann sie alles alleine machen, so wie sie das möchte. Wir versuchen, dass halt auch in der Kita das mit angenommen wird, dass im Prinzip die Umwelt von Hayley mit eingebunden wird und ihr dabei hilft, weil es ist bei uns kein Zwang, sondern Hayley sagt selber, wann sie es nutzen möchte. Und dann nimmt sie ihr Täschchen und dann holt sie ihre Prothese raus und zieht sie an. Das macht er von Anfang an ganz alleine. Wir zwingen sie nicht, sondern sie selber sagt, wann sie es nutzen möchte. Und wir machen ihr das Angebot ganz toll, zum Beispiel beim Laufradfahren. Da ist es auch wirklich gut, wenn sie es nutzt, gerade beim Lenken, das merkt sie auch. Da freut sie sich dann auch sehr drüber. Und jetzt hoffe ich eben auch beim Essen und ansonsten genau beim Malen noch und beim Kneten. Also neue Module haken immer noch, die müssen ein bisschen probiert werden, aber ansonsten schafft sie das gut alleine. Und wenn, dann bieten wir nur die Hilfe an und dann sagt sie, ob sie die haben möchte oder nicht.